Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie man sieht, geht es in diesem Video um die kleinen Babykatzen. Beziehungsweise es geht nicht direkt um Babykatzen, sondern ich zeige euch einfach drei Babykatzen. Und ja, die sind einfach total niedlich. Also wie schon gesagt, sind es drei Stück. Und ja, einmal eine schwarze mit so zwei Flecken. Dann so eine braun-weiße und eine getigerte. Und ja, wie man sieht, die genießt es gerade, dass ich sie streichel. Ja, es ist tatsächlich so, dass wenn man Babykatzen schon von Anfang an sehr viel streichelt, dann sind die auch meistens später als erwachsene Katze viel verschmuster, wie welche, die halt nie gestreichelt werden. Und ja, dadurch, dass die hier immer gestreichelt werden, sind sie danach auch schön zutraulich und lassen sich gerne streicheln. Das ist natürlich sehr schön. Also da freuen sich halt auch die Leute drüber, also jetzt die neuen Besitzer oder so. Ja, oder man selbst findet das wahrscheinlich halt auch viel besser, wenn eine Katze gerne schmust, wie wenn eine Katze eigentlich nur vor einem wegrennt oder dich eher noch angreift. Und wie man sieht, beginnen die drei jetzt auch schon so, ja, aktiv zu werden, also auch gegenseitig zu spielen, beziehungsweise schon so kleine Kämpfchen zu machen. Und ja, das sieht einfach nur total niedlich aus. Erstens mal der dicke Babybauch, also das ist einfach zu knuffig. Und dann natürlich das Gesicht. Die schwarze hat auch so einen Fleck am Bauch und am Hals. Ich finde, das sieht total niedlich aus. Ja, und die kleinen Katzen sind auch gerade in so einem, ja, Art Korb, einfach, dass sie da halt sicher sind und ja, auch nirgends irgendwie dann, also als sie halt klein waren, dass sie da noch sicherer sind und nicht irgendwie rausfallen können. Aber jetzt fangen sie so langsam schon an, alles zu erkunden und auch mal da rauszuklettern. Sie sind aber noch ein bisschen tapsig unterwegs. Ja. Ja, jetzt schlafen sie gerade. Und jetzt ist auch die Mutter wieder da und dann trinken sie natürlich. Ja, und das finde ich, sieht auch immer so niedlich aus. Ja. Jetzt sind sie fertig mit dem Trinken und ja, dann wird natürlich wieder gekämpft und gespielt. Ja. Übrigens finde ich, haben die kleinen Babykatzen ja sehr, sehr spitze Krallen. Also ich weiß ja nicht, ob ihr schon mal eine Babykatze auf der Hand hattet, aber die haben auf jeden Fall sehr spitze Krallen. Ja gut, sie halten sich halt auch schon fest, aber so wie die spielen, das ist ja nicht brutal, sondern das ist einfach nur so ein bisschen, die beißen sich auch nicht besonders doll, also das tut eigentlich überhaupt nicht weh, da tun die Krallen im Vergleich eher weh. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, welche euch am besten gefällt und welche ihr nehmen würdet, also wenn ihr euch jetzt eine aussuchen könnt, welche ihr davon so nehmen würdet. Oder ja, welche ihr halt am süßesten findet. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!